Der Theodor-Wolff-Preis 2016. In der Kategorie Reportage sind nominiert. Der Berliner Kaspar Mierau arbeitet im Internet. Als Blogger fühlt er sich dort zu Hause. Vor 3 Jahren war das anders. Er und seine Frau wurden Opfer eines Internetstalkers. Serienanrufe, Hackerangriffe und Hasskommentare nahmen den Mieraus die Kontrolle über ihr Leben. Die Geschichte ist mir schon ziemlich nahe gegangen, muss ich sagen. Ich habe ihn über einen langen Zeitraum, mehr als ein Jahr, begleitet. In ihrer Reportage »Der Feind in unserem Netz« dokumentierte die Zeitjournalistin Hui Pham den Terror, den die Mieraus erlebten und wie schwer sich Polizei und Justiz mit dem Thema Cyberstalking tun. Internet ist eine Welt, in der die Dinge wahnsinnig schnell passieren. Das Justizwesen wiederum funktioniert ganz anders. Man sammelt erstmal monatelang Beweise, bis man eine Hausdurchsuchung macht. Kaspar Mierau wehrte sich. Er hat Excel-Tabellen angelegt und da genau protokolliert, wann wurde ich angerufen, wann habe ich nachts eine Pizza bekommen, wann fand hier eine DDoS-Attacke auf meinem Blog statt. Diese gesammelten Recherchen hat er der Polizei übergeben. Inzwischen ist der Stalker verurteilt. Die Reportage traf den Nerv der Netzgemeinde. Das ist insofern bemerkenswert, weil viele Leute aus der Netzszene eigentlich sehr kritisch sind, sehr eintreten dafür, dass die Anonymität im Internet gewahrt wird. Hier haben sie gesehen, wie jemand die Anonymität im Internet ausnutzt, um eine unschuldige Familie zu terrorisieren. Reihe 7, Platz 88, der Sitz des NPD-Politikers Udo Vogt im Europaparlament und Titel der Reportage von SZ-Redakteur Tobias Haberl. Dieses Setting war für mich von vornherein interessant. Also ein Rechtsextremer in einem Europaparlament, ein EU-Gegner im Kern der Demokratie. Im Mai 2015 erschien Haberls Nahaufnahme im SZ-Magazin. Ein Jahr lang hatte er den NPD-Mann begleitet. Die größte Schwierigkeit war, die richtige Mitte zwischen Nähe und Distanz zu finden. Also sozusagen sich nicht von dieser Person vereinnahmen zu lassen, obwohl man ihn auch in sehr emotionalen Momenten erlebt. Die Arbeit über und mit dem NPD-Mann erlebte Tobias Haberl sogar als angenehm. Weil er ein verlässlicher, pünktlicher Mensch ist. Ich würde sagen, auch wenn es provokativ klingt, ein anständiger Mensch mit einer unanständigen Ideologie. Für viele, auch bei der Süddeutschen Zeitung, war der Text eine Provokation. Die einen fanden ihn toll, die anderen haben ihn wirklich radikal abgelehnt mit der Begründung, so dürfe man nicht über einen rechtsextremen Politiker schreiben. Und wie sieht er heute seinen Text? Ich würde ihn vielleicht einen Tick kürzer machen inzwischen. Aber die Haltung und was ich rüberbringen wollte, also eher so die Banalität des Bösen darzustellen, die finde ich eigentlich nach wie vor ziemlich gelungen. Was passiert mit einem Menschen, der ins Gefängnis muss? Dieser Frage ging Zeitreporter Wolfgang Bauer in seiner Reportage »Einer geht rein« nach. Er porträtierte einen Anlagebetrüger, der zu 6 Jahren Haft verurteilt ist. Grund war, dass wir uns halt als Gesellschaft so wenig mit diesem Thema beschäftigen und ähnlich ja, wie beim Sterben, wie beim Tod uns eher abwenden davon. Dabei ist es fester Bestandteil unserer Gesellschaft und so viele Menschen sind von Gefängnisstrafen betroffen. Über Monate begleitete Wolfgang Bauer seinen Protagonisten und dessen Familie. Auch beim Haftantritt des Selbststellers in der JVA Billwerder bei Hamburg. Ich wollte mit dieser Geschichte zeigen, was es denn eigentlich heißt, die Freiheit entzogen zu bekommen, nicht mehr über sich selber bestimmen zu können und von der großen, weiten Welt reduziert worden zu sein auf wenige Quadratmeter Fläche. Der Mann wurde zu Recht verurteilt. Er hatte Menschen um viel Geld betrogen. Doch am Sinn der Gefängnisstrafe zweifelt Reporter Bauer. Es geht ja weniger ums Strafen, sondern darum, wie man Menschen davon abhalten kann, andere zu schädigen und wieder zurückzukehren in die Gesellschaft. Und mit Gefängnissen erreicht man das, glaube ich, nicht. Erreicht man eher das Gegenteil.